habt die Wahl. Weltoffene Geschichten aus dem Filmkreis. Das Hauptquartier der Escola Popular ist in Weimar. Die internationale evangelische Capoeira- und Samba-Schule bietet aber auch verschiedene Kurse im Ilmkreis, unter anderem in Arnstadt an, und ist auch sonst sehr aktiv, wenn es darum geht, offene Räume für Gemeinschaft und Engagement zu schaffen, egal wo, ob auf der Straße, bei Festen oder Demonstrationen. Ja, ich bin Hans-Jürgen Neumann, bin 54 Jahre alt und arbeite in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Ich habe vor über 20 Jahren angefangen, mit Capoeira zu arbeiten. Das ist eine Kampfsportform aus Brasilien. Und vor 14 Jahren noch eine Samba-Fraktion mit aufgebaut. Wir arbeiten gegen Rechtsextremismus zum Beispiel oder in der Gewaltprävention. Wir haben aber auch einen anderen Schwerpunkt, also auch kulturell wollen wir natürlich mithalten können und spielen Samba und Capoeira. Auf einem hohen Niveau, kann ich schon sagen, da haben wir Ansprüche, das richtig zu lernen. Also es ist nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, der Beschäftigung wegen, sondern auch, um wirklich Kunst auf der Bühne vorführen zu können. Der andere Aspekt ist natürlich auch noch Spaß zu haben bei der ganzen Sache. Also das ist ganz klar, wenn man mit Tanz, Bewegung arbeitet oder auch Musik, dann ist es ganz wichtig, dass einen das auch ergreift. So im Herzen sozusagen, und das tragen wir natürlich auch auf die Straße, und das ist auch der Ansatz, politisch sich zu engagieren, und das ist auch eine Botschaft der Kunst, die wir machen. Im Ilmkreis gibt es viele Aktivitäten von Rechtsextremen zum Beispiel. Die NPD schlägt da regelmäßig auf, um jetzt auch Wahlpropaganda zu machen zum Beispiel, oder um Leute zu fangen und das Licht zu führen mit Kinderfesten oder sonst was. Und da ist es schon sehr wichtig, zum einmal also Flagge zu zeigen und zum anderen aber auch nicht nur gegen was zu agieren, sondern auch selber Alternativen anzubieten für ein schönes Leben in unserem wunderschönen Land hier. Ja. Jetzt geht's an die Instrumente und da wird's laut. Weltoffene Geschichten aus dem Ilmkreis.